Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnomer, Hobbits und Engladon zu einem neuen Part. Pokémon Let's Go Evoli mit dem Zwergenfürst. Ja, ich würde mal sagen, kommen wir heute hier auf Route 13 weiter voran. Kämpfen wir gegen sie hier. Gegen irgendwen müssen wir kämpfen. Sonst wären wir hier nicht durchgelassen. Ob ich gegen dich kämpfen möchte? Aber natürlich. Ich gegen dich nicht unbedingt, aber ja, wenn es sein muss. Ein Pokémon, das kriegen wir hin. Schönheit Marlene. Jo, alles klar. Wie wäre es dann mit Schaufler? Versuch's doch mal. Hoppla, da bin ich mit dem Controller gegen das Stativ gestoßen. Verzeihung. Schon zu Beginn des Parts so eine Sache. Tja, Chanera fast besiegt. Na. Das kriegen wir doch hin. Oh nein, Diktri ist eingeschlafen. Kriegen wir trotzdem hin. Na komm. Na komm, das kriegen wir doch gebacken. Okay. Chanaira komprimiert. Alles klärchen. Schaufler. Na komm, wach auf und setz Schaufler ein. Worauf wartest du, Victory? Aufwachen. Aufstehen. Es ist morgen. Aufwachen. Aufwachen. Kämpfen gehen. Na komm. Du wirst uns doch jetzt hier nicht. Du wirst uns doch jetzt hier nicht den Kampf verschlafen. Ist aufgewacht. Sehr nice. Und Chanaira wurde besiegt. Trainerin wurde besiegt. Neues Level für Diktri. Level 31. Sehr nice. Marlene besiegt. Du gewinnst 2220 Pokémon-Dollar und dies kriege ich aus dem Kampf gegen Marlene hervor. Du erhältst 3 Pokébälle. Alles klärchen, Wunderbärchen. Dann kannst du weitergehen. Tipps für Trainer. Wenn du den Y-Knopf drückst, kannst du Items in deinem Beutel neu anordnen. TMs kannst du auf dem Weg praktischerweise auch sortieren. Aha, sehr gut. Da wissen wir Bescheid. Okay. Müssen wir jetzt noch an ihr vorbei oder können wir da an dem Typ dort vorbeischleichen? Wir können uns an ihm vorbeischleichen. Aber ob das was bringt? Ich dachte gerade schon, der Controller lässt mich in die falsche Richtung laufen. In die Fänge des Trainers. Okay, da gibt es keinen. Zu dem Pokéball gelange. Na, oha, der sieht ja ganz schlimm aus. Vorbei an ihm. Jo, nice. Route 14. Okay, gegen die müssen wir sowieso noch kämpfen. Na komm, gönnen wir uns den Kampf. Hallöchen. Was schaust du so doof? Na komm, auf den habe ich jetzt Bock. Punker Andy. Andy greift an mit einem Golbat. Ja, mal einen ordentlichen Punker besiegen. Nicht jeder Punker ist links extrem. Ja. Wortlos. Da fehlen mir auch die Worte. Ja. Das ist jetzt natürlich ein bisschen, ja, sorry, dass das jetzt mal wieder mit Linksextremen. Ja,
assoziiert habe. Assoziiert war das Wort, ja. Habe ich ja gar nicht. Ich wollte es ja nur. Ich hatte, die Assoziation stand im Raum und ich wollte sie aus dem Raum schaffen. Ja, gut. Auch bitte nicht. Bitte nein, 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 nicht schon wieder. Das hatten wir doch im letzten Part. Muss nicht. Bitte nicht. Na endlich. So, Blacky. Du bist dran. Ich hoffe, ich schaffe das, das rauszuschneiden. Ich denke dran, das dann aus dem Part rauszuschneiden. Ja, das muss ich euch einfach dann rausschneiden, wenn der Joy-Con da wieder verrückt spielt. Dass ihr das euch nicht jedes Mal wieder antun müsst. Nein, die Selbstheilungsattacke. Nicht doch. Okay, das ging noch einigermaßen. So, Flackerband. Na komm, das Goldbart kriegst du alle. Ich sagte, das kriegst du alle. Blutsauger war das, glaube ich, oder? Blutsauger hieß die Attacke. So, na komm. Verbrennung ist gut. So, Flackerband noch einmal. Verbrennung ist gut, Flackerband ist besser. Na komm. Attacke. Und Goldberg besiegt. So muss das. Ordentlich. Und den Panker besiegt. Tja. Andi besiegt. Zack, Getriebsschaden. Du gewinnst 1064 Pokémon-Dollar und gehst siegreich aus dem Kampf gegen den Punker hervor. Du erhältst 3 Pokébälle. Nicht jeder Linksextreme ist Punker und nicht jeder Punker ist Linksextreme. Ja, die Zeiten sind durch vorbei. Es gibt ganz andere Arten und Formen von Linksextremisten. Da musste nicht mal Punk sein. Jo, haben wir uns an dem auch vorbeigeschlichen. Und da haben wir gleich mal ein Skinhead links stehen. Ja, die ganzen Klischees. Es gibt natürlich Klischees, die zutreffen. Das ist eher ein Rocker, das ist kein Skinhead. Ich bitte um Verzeihung. Er hat bloß gerade in meine Klischee-Liste gepasst, deshalb. Ich will mich jetzt hier nicht um Kopf und Kragen reden. Eigentlich habe ich nicht so wirklich Bock. Was soll's? Dann kämpfen wir eben. Ich habe auch keinen Bock. Warum müssen wir kämpfen? Du hast keinen Bock, ich habe keinen Bock. Warum dieser Kampf? Es ist seltsam. Vogelprofi Oda fordert dich heraus. Ach, gar kein Vogelfänger mehr, sondern ein Vogelprofi. Ah, okay. Der feine Herr will Profi sein. Ja, auch bei den Rechtsextremen ist das mittlerweile so. Es ist ja, es gibt ja, es ist immer, das ist auch so ein bisschen, das ist auch so ein bisschen eine Art von Rassismus, wo man sagt, ja, dieser Typ von Mensch sieht so aus und der hat so, ja, alle Nazis sind Skinheads. Nazis ist jetzt auch wieder, das ist jetzt, ja gut. Ihr wisst doch, was ich meine, was ich sagen will. Wahrscheinlich nicht, aber versucht zumindest zu verstehen, was ich euch sagen will. Pepe, ja, das ist natürlich blöd, dass Evoli weg ist. Also sie ist nicht weg, aber Rankenhieb. Vielleicht kriegen wir zumindest noch die letzten paar KP geschafft. Ja. Oder es heilt sich sofort wieder. Ja, Klischees sind da, um zu bewältigt zu werden. Um überwunden zu werden. Es gibt natürlich ein paar Typen, wo man sich denkt, ja, die erfüllen jedes Klischee. Das muss jetzt nicht nur Extremisten sein, sondern Gamer zum Beispiel. Naja, schaut mich an. Ein Brille auf der Nase. Übergewichtig. Pokémon spielen. Nintendo-Konsole.
manche Leute erfüllen halt ihre Klischees. Das ist, ja. Und manchmal so, manchmal so. Tja, so ist das Leben. Haben wir mal ein bisschen über Klischees geredet. Übrigens, ich muss es mal erwähnen, falls ich jetzt mal hier ein bisschen im heutigen Part ein bisschen komisch klinge, mir fällt es gerade ein bisschen schwer zu reden. Ich war halt beim Zahnarzt. Ja, nur mal angemerkt. Die haben mir ein bisschen, war jetzt nichts Schlimmes, aber die Ärzte hatten mir ein bisschen rumgefuchtelt im Kiefer und ja, wie es bei Zahnärzten so ist, tut ein bisschen weh gerade. Aber gut, ich hoffe, da ist alles wieder im Reinen demnächst. Die nächsten Aufnahmen sind schon wieder in Ordnung, aber ich habe jetzt auch so ein bisschen Blockaden beim Reden. Also ich hoffe, es klingt nicht zu blöd, aber ja. Falls ich mehr als gewöhnlich mich verhasple und ein bisschen daneben rede, falls das komisch klingt, ihr wisst aber uns nichts. So, Taubos gegen Taubos. Ne, Taubos ist das, glaube ich, noch nicht. Tauboga, ja. Tauboga gegen Tauboga. Na komm. Der Kampf der Giganten mal wieder. Na komm. Attacke. Diese Selbstheilungsattacken, das ist doch zum Schreien. Nein. Na komm. Jetzt sind wir hier schon Ewigkeiten bei diesem einen Vogelprofi im Kampf. Werden wir den doch wohl mal besiegen können. Na komm, mach's alle. Tauburger besiegt. Also, das gegnerische Tauburger. Kid ist noch am Leben. Sehr gut. Level 31 Quicket. Alles klar, endlich mal besiegt. Nein, Agilität brauchst du nicht zu erlernen. Nix da. Vogelprofi. Ach, noch ein Pokémon. Ach du Schande. Ich dachte, das wäre schon das letzte gewesen. Also weiter geht der Kampf. Na dann. Versuch's mal mit Kopfnuss. Ich könnte eigentlich auch Evoli wiederholen, aber ja. Mach ich wahrscheinlich gleich sowieso. Los, Kid. Kämpfe, solange du noch kannst. Der mit seinen verdammten Vogel-Pokémon. Vor allem diese Selbstheilungsattacken, das ist ekelhaft. Das macht man nicht. Solche Attacken setzt man nicht ein. Und dann kommt Blackie. Machen Grillhuhn draus. Ist zwar kein Huhn, aber heute gibt's Geflügel zum Mittagessen. Na komm. Gebrannt. Gebraten und gebrannt. So, jetzt wirst du gegrillt. Alles wirst du gebrannt, gebraten, gegrillt, vernichtet, verbrutzelt. Selbstheilungsattacke. Zum Henker. Mit diesen Selbstheilungsattacken. Zum Henker damit. Na komm, jetzt heil dich nicht wieder selbst, das ist unfair, das ist einfach nur asozial. Letzte AP von Kachaband, na komm. Attacke, Lecky. Mach's alle. So, nice, haben wir es mal geschafft, diesen Eintrainer zu besiegen. Danke sehr. Vogelprofi, Olaf besiegt. Ja, das war schon nicht schlecht. Ich wusste, ich würde verlieren. Du gewinnst 2340 Pokémon-Dollar. Nicht 3000, sondern 2000. Und gehst siegreich aus dem Kampf gegen den Vogelprofi hervor. Du hältst 3 Pokébälle.
So. Na, greif es dir. Hyper. So weiter geht's. Ach du Schande, das sind das viele Trainer. Muss ich da hoch? Muss ich hoffentlich nicht. Oder geht's da tatsächlich um die Ecke? Ach du Schande. Sehr, sehr viele Trainer hier auf dieser Route. Ja, ich sollte es am besten besiegen, aber ja gut. Ich versuche sie doch erstmal zu umgehen. Ich will nämlich weiterkommen. Gegen den Kämpfer. Oh Mann, es wird gleich zwei hintereinander. Ach du Schande. Hey Früchtchen, Zeit für einen Kampf. Ich habe mir ein paar Pokémon von den Losern ausgeliehen oder was. Habe ich leider zu schnell weitergeblättert. Zwei Pokémon. Punker Money. Und wieder so ein Punker. Ja, Klischees. Haben wir heute ein paar. Ein paar Klischees bereden. Okay, Flackerband ist jetzt erledigt. So ein Mist. Das ist nicht gut. Ich bin auch noch geschafft von den letzten Parts. Von den letzten Kämpfen. Die letzten Parts sind schon ein bisschen her. Die haben schon vor einer Weile aufgenommen. Außerdem bin ich davon nicht geschafft. Das macht ja auch Spaß. So. Ein Trank vielleicht, das wäre nicht schlecht, damit Evoli mal weiterkämpfen kann. Warte, haben wir hier vielleicht mal einen Äther, was bringt das Ding? Äther, AP. Okay, das ist gut, das können wir gebrauchen. Ein kleiner Trank, vielleicht ein Supertrank. Vielleicht einen Supertrank. Auf Evoli. Und dann die AP-Geschichte. Na, komm. Okay, das geht. Eigentlich bräuchte man einen Hypertrank, war ich mit dabei. Aber Supertrank habe ich eingesetzt. So, AP-Dingens brauche ich. Den Äther. Äther auf Blacky. Einmal Flackerband, bitte. Auf 10 auffüllen. Ja, 405, aber kann ich wieder angreifen. Ja, da wollte ich gerade so ist gut sagen, aber schon ist er erledigt. Schlock, dann du erstmal. Und dann holen wir uns Blechi zurück. Jetzt darfst du mal kämpfen. Wie wäre es mit Blubber? Ich weiß ja nicht. Okay, Schlock hat es nicht ausgehalten. Sofort besiegt. Dann muss Renaxo mal standhalten. Ich hoffe, ich kann in der Zeit Evoli heilen. Wie Renaxo das aushält. So, einmal einen Supertrank. Nein, das wird nichts bringen. Ein Beleber, den letzten dort. Einen Hypertrank haben wir auch mit dabei. So, Beleber eingesetzt. Hätte man fast auf Diktri einsetzen sollen, das ist vielleicht das Effektivere. Oh nein, ich fürchte hier schon Schlimmes, wenn ich den Kampf hier verliere. Die Vertibrotz-Bohnen mit Eisgeschmack habe ich ja schon neben mir liegen. Da muss ich glaube ich gleich zu denen greifen. Challenge ist Challenge. Oh Mann, ich will nicht. Ich hatte heute schon mal einen gekostet. Der hat schon nach Ohrenschmalz geschmeckt. Ja. Ist Spaß, sich das auszuprobieren, aber mit Absicht verlieren sollte man nicht. So viel Masochismus steckt dann auch nicht in mir. Schon ein bisschen, aber nicht so viel. Flackerband, na komm. Ich dachte, du machst es alle. Na komm, Evoli. Hau rein. Na komm. Noch einmal. Halt durch. Und na komm, hau rein.
zack, Razaf besiegt. Da war es noch eins. Oh je. Erfahrungspunkte, Level 34 für Blacky. Sehr gut. Schleimock. Ach du Schande. Ich bräuchte mal einen Hypertrank. Den haben wir ja eingesammelt. Hier, einmal Blacky. Da können wir vielleicht mit Feuer, mit der Feuerattacke was einsetzen. Können wir da was ausrichten. Na komm, bitte lass dich nicht sofort besiegen. Du bist das letzte überlebende Pokémon. Bitte, Blacky, ich will nicht. Ich will nicht müssen. Na komm, Flackerwand, lass es was bringen, lass es was bringen. Ja, hätte besser. Aber gut. Versuchen wir es vielleicht mit dem Sternschauer, wenn wir noch dürfen. Na komm. Was neutralisiert das Gift oder was? Verbrennung schadet ihm. Sehr gut. Dann mal Sternschauer. Attacke. Okay, die Feuerattacke bringt fast schon mehr. Zum Glück setzt Slimog ziemlich viel defensive Attacken ein. Da kann ich jetzt mal die Gunst der Stunde nutzen. Und das fette Schleimer, wo wir schon mal bei Klischees sind. Besiegen. Ja, das sieht auch aus. Das sieht auch wie nichts Gutes aus. Slimog. Na komm. Das ist wohl ziemlich resistent geworden. Durch seine defensiven Attacken. Verstehe. Das haben die also gebracht, die Attacken. Dass ich ihm kaum noch was abziehen kann. Ja, das war nicht schlecht. Risikodecke vielleicht. Na komm, ist doch fast besiegt. Jetzt bitte keine Selbstheilungsattacke. Von einem Slamung. Naja, ist jetzt kein Pflanzen-Pokémon. Da besteht die Gefahr jetzt nicht so sehr, aber. Ja. Na komm. Na komm, nur noch ein paar KPs. Risikodecke, mach's alle. Na komm, hau rein. Zack, besiegt. Slimog am Boden. Zerschmelzen. Rückstoß, ja gut, müssen wir in Kauf nehmen. Du gewinnst 1064 Punkte und erlangst die Siegreich aus dem Kampf gegen den Panker hervor. Du hältst 3 Pokebälle. Ja, nice. Und jetzt hinter den nächsten entlang. Unser Team ist geschafft. Das muss jetzt nicht gegen jeden kämpfen. Können wir später nochmal vorbeikommen. Gegen die anderen kämpfen. Ja. Okay, da kam ich durch. Gegen das Pokémon kämpfen. Lieber gegen das Pokémon kämpfen als... Achso, fangen. Stimmt, so war das ja ein Pokémon Let's Go Evoli. Ja. Viel Wasser getrunken heute. Ja. Und drin bleiben. Nice. Tauburger gefangen. Haben wir schon eins im Team. Das Kit. Sehr gut. Ab in die Box mit dir. Und durch hier ein Blutzuck. Blutzuck. Alles klar, das fange ich mir auch. Dürfte neu im Pokédex sein. 1, 2, 3, 4. Drin ist es. Nice. Ja, nice. Das Team ist am Boden zerstört. Nein, das ist mir wohl schon mal begegnet. Nein, nicht in den Pokémon-Kampf. Trainerkampf meine ich natürlich. Blutzug. Dich greife ich mir auch noch. Na komm. Nicht in die Mitte, sondern nach rechts. Nein.
Nach rechts. Das andere rechts. Schon alle Superbälle verbraucht. Bleib drin. Ach, Mann. Dann wohl ein Himbeere. Wie wäre es damit? Ach, das trifft sofort. So, rein mit dir. Großartig. 1 und 2 und 3 und bleib drin. Ach, verdammt. Ich brauche die Erfahrungspunkte. Und Treffer. Nice. So, 1 und 2 und ach, verdammt. Ach Mensch, du verbrauchst dir alle meine Pokébälle. Rein da. 1. Oder auch nicht. Na komm, dann fliehen wir halt. Das ist auch nicht wert. So, da wären wir. Gleich wieder auf die Route. So, weiter geht's. So, gleich in der nächsten Stadt, oder? Jo, Fuxania City. Da wären wir angekommen. In der Stadt Fuxania City. Die nächste Stadt. Fuxania City, die Stadt der rosaroten Träume. Naja. Fuchsia wohl eher. Das ist direkt eine Farbe. Fuchsarot. Ja, rot statt pink. Aber gut. Waren die Entwickler wohl farbenblind. Ich gehe direkt mal ins Pokémon Center und können wir dort mal den Part beenden. Da muss ich jetzt hier einen langen Umweg machen. Hier gleich die nächste Pokémon Arena. Ich erinnere mich an diese Pokémon Arena. Ich weiß, was uns hier Arena droht. Ja, jetzt erstmal im Pokémon Center. Pokémon heilen. Na komm, hier. Schwester Joy, nimm meine Pokémon. Mach sie wieder fit. Und hops. Evoli springt über die Theke. Über den Tresen. Theke, Tresen, keine Ahnung. Was sagt man da? In dem Pokémon Center. Jo. Oho, du siehst aus, als hättest du gerade ein ganz fantastisches Abenteuer hinter dir. Das inspiriert mich. Ja, ich sehe sie vor mir. Die bombastische neue Attacke, die ich deinem Partner hier beibringen kann. Soll ich deinem Evoli eine meiner fantastischen Attacke beibringen? Warum nicht? Blubsauger, Knisterladung, Pulsieraura, sorry, Quälzone, das klingt ja schlimm. Wir quälen sie alle. Sprießbomben, Klirrfrost oder Glitzersturm. Glitzersturm, Glitzer, Glitzer, Funkel. Was ist mit Quälzone? Das klingt interessant. Nein. Ich will nicht Glitzersturm erlernen. Ich will Quälzone erlernen. Komm her damit. Das klingt brutal. So, Sachen Unlicht. Ja, nice. Quälzone. Evoli zeigt sich von seiner dunklen Seite und greift an. Dabei wird eine geheimnisvolle Wand erzeugt, die physische Attacken des Ziels geschwächt. Stärke 90, Genauigkeit 100. Sehr gut. Dann würde ich mal sagen, Sternschauer vergessen. Warum nicht? Ja. Quälzone erlernt. Na komm. Vergessen. Geht wohl nicht. A-Taste ist kaputt. Risikodecke. Na komm. Mach. Ist meine A-Taste kaputt? Ach, naja.
Machen wir am nächsten Part nochmal, gucken wir dann nochmal, wie es passt. Damit ich nochmal, sollte euch gefallen haben, sollte euch dieser Part gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwangfest verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen, fürstlichen Tag. Man sieht sich im nächsten Part auf meinem Kanal wieder oder im nächsten anderen Video. Bis dahin habt ihr noch eine angenehme, fürstliche Zeit. Bis dahin. Ja, ciao, ciao.